Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit der Videokonferenz-App Zoom einen interessanten Online-Unterricht für seine Schüler gestalten kann. Denn wenn ihr über Lernplattformen zum Beispiel wie Moodle oder Lonet oder Google Classroom arbeitet, gibt es nicht bei jeder Lernplattform die Möglichkeit, mit den Schülern direkt live zu sprechen, einen Unterricht mit den Schülern live zu machen, Fragen zu beantworten, Aufgaben zu stellen. Das geht nicht überall. Deswegen heute in meinem Beispiel arbeiten wir mit Zoom und teilweise die Schriftlichkeit dann über eine Lernplattform. Das Ganze reduziert natürlich ganz ungemein auch den Korrekturaufwand. An vielen Schulen wird so unterrichtet, dass Arbeitsblätter hin und her geschickt werden. Die Schüler machen Arbeitsblätter, die Schüler fotografieren die Arbeitsblätter, schicken sie zurück an den Lehrer, der korrigiert es und schickt es wieder zurück an die Schüler. Also ein unheimlicher Aufwand, mit so einer Plattform oder mit so einer App wie Zoom kann man teilweise diese Arbeit, die uns die Corona-Krise bringt, deutlich reduzieren. Wie installiere ich Zoom? Dazu zeige ich euch erstmal nur ganz kurz. Ihr gebt ganz normal, wie ihr das kennt, bei euch in der Suchmaschine Zoom ein. Diese neue Videokonferenz-App ist zum Teil in der Kritik gewesen wegen Sicherheitslücken, die sind aber mittlerweile geschlossen worden, denn aufgrund der Corona-Krise gab es einen großen Ansturm auf solche Apps wie Skype und Zoom. So, wenn ihr auf dieser Seite seid, klickt ihr oben auf Ressourcen und ladet euch den Client herunter. Und das Gute hier ist, dass ihr dann aussuchen könnt, so wie ich habe jetzt ein Linux-System, bei euch wird dann angezeigt Linux, Windows oder Apple. Auf allen Systemen läuft diese Zoom-App. Gut, die Installation, denke ich, kriegt ihr alleine hin und ihr werdet dann bei euch diesen Client auf dem Desktop installiert haben. Und wenn wir jetzt einmal uns hier diesen Client öffnen, dann müsst ihr euch das erste Mal, das kann ich jetzt hier nicht zeigen, ihr müsst euch dann einloggen mit eurem Benutzernamen. Das ist dann also für die Ersteinmeldung eine E-Mail. Ihr kriegt dann eine E-Mail zugeschickt mit einem Bestätigungscode. Wenn ihr diesen Link, meine ich Bestätigungslink, anklickt, dann ist oder seid ihr registriert. Die Zoom-App ist oder das Zoom-Programm ist kostenlos für Meetings bis 40 Minuten. Darüber hinaus müsste man dann das Programm kaufen oder Geld dafür zahlen. Das habe ich hier in diesem Fall gemacht. Für ungefähr 10 Euro im Monat war mir das, das war es mir wert. Und seitdem habe ich eigentlich die Möglichkeit, stundenlang mit meinen Schülern zu sprechen und sie zu unterstützen im Unterricht. So, es geht aber heute hauptsächlich darum, wie man, so sehe ich übrigens aus, wie man diese App oder dieses Programm nutzt. Normalerweise, wenn ihr der Lehrer seid, seid ihr der Host, ihr macht das Meeting sozusagen und ihr seht hier, wenn ihr unten anklickt, wird eure Meeting-ID angezeigt. Die braucht der Schüler oder derjenige, der sich bei euch einloggt, der braucht diese Meeting-ID. Und je nachdem, ob ihr jetzt Passwort einstellt oder nicht, ne, dann müsste der Schüler oder derjenige, der sich bei euch einloggt, auch dieses Passwort geben. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, diese Funktion, damit die Sicherheit gewährleistet ist und keine Leute, die nicht das Passwort haben, in eurem Meeting oder auf euer Meeting Zugriff haben. Gut, wir loggen uns jetzt einmal ein und ich möchte euch jetzt nur ganz kurz die wichtigsten Funktionen zeigen, die man braucht für den Unterricht. Hier unten seht ihr Teilnehmer. Das würde ich jetzt hier auf dieser Desktop-Anwendung, also Zoom gibt es natürlich auch für das iPad oder für das Handy und das sieht überall etwas anders aus, die Funktionen sind aber alle ähnlich. So, wenn ihr jetzt Schüler habt, ich kann jetzt leider keine Schüler reinholen, aber wenn hier Schüler sind, dann müsst ihr die Schüler hereinlassen. Dann würde hier oben stehen, im Warteraum ist Schüler XY. Und dann könntet ihr hier oben anklicken, Schüler hineinlassen.
Wenn dann eure Schüler alle drin sind und ihr den Unterricht beginnt, könntet ihr zum Beispiel hier alle Schüler stumm schalten. Es ist hier natürlich keiner da. Oder ihr stellt den Ton von allen Schülern wieder an. Das ist eine ganz wichtige Funktion im Unterricht. Man hört immer wieder, dass das Programm nicht richtig funktioniert, weil störende Geräusche sind. Das ist in der Tat auch der Fall. Wenn man alle Schüler den Ton von allen Schülern anhat. Also, ich würde euch empfehlen, im Unterricht alle Schüler auf Mute stellen und dann nur die Schüler dran nehmen, die sich melden. So, wir stellen uns also vor, das, was ich jetzt hier nicht simulieren kann, ein Schüler hier meldet sich, der würde jetzt unter meinem Namen ein zweiter Schüler stehen und dann könnte ich ihn hier anklicken und sagen, ne, Hand herunternehmen, wenn er sich gemeldet hat, man sieht hier tatsächlich eine digitale Hand und Ton wieder einstellen oder unmute. Dann darf er sprechen, alle anderen hören ihn aber und das, was ihr als Lehrer sagt, das hören die anderen auch immer. So ist es also wirklich einfach, eine ganz normale Unterrichtssituation am Computer herzustellen. Dass man also ein oder zwei Schüler erlaubt zu sprechen, auch in Gruppengesprächen dann, und die anderen zuhören müssen. Natürlich wäre das für die Realität eine traumhafte Funktion für jeden Lehrer. Es gibt so gut wie keine Unterrichtsstörungen mehr. Dann die nächste Funktion, die ich euch hier vorstellen möchte, ist eine sehr, sehr sinnvolle Funktion. Ihr könnt euren Bildschirm übertragen. Das kann ich jetzt hier nicht ganz so gut machen, weil dann seht ihr dieses Fenster in Zoom nicht mehr in groß. Das ist auch der Grund, warum hier keine Schüler sind in meiner Demonstration. Aber normalerweise habt ihr hier diesen Teilen-Button. Wenn ihr das jetzt anklickt, dann könnt ihr aussuchen, teile ich meinen ganzen Desktop oder mache ich ein Whiteboard. Da könnt ihr dann also für die Schüler etwas aufschreiben und die Schüler sehen das auch. Also der Bildschirm, den ihr habt, wird dann übertragen. Ich versuche jetzt mal den ganzen Desktop hier zu übertragen. Ne, und ihr seht jetzt, dass der ganze Bildschirm hier jetzt übertragen wird. Und die Schüler sehen also das, was hier im grünen Bereich ist. Und jetzt kann ich natürlich wunderbar, zum Beispiel, wenn man jetzt auf der Lernplattform, nehmen wir mal zufälligerweise Lonet, wenn man mit dieser Lernplattform arbeitet, und man hat jetzt eine Hausaufgabe oder irgendwas, was man korrigieren oder besprechen will, dann kann man das hier aufrufen und die Schüler können das sehen. So, natürlich jetzt das einzige Mal funktioniert das Internet nicht mehr so gut. Gut, also, aber ich glaube, ihr habt gesehen, dass es möglich ist, dass es funktioniert. Ne, man kann also dann Dinge erklären und zeigen über diese Funktion Bildschirm teilen. Wenn ihr es wieder stoppen wollt, ihr seht hier oben Stopp, dann haben wir wieder die alte Einstellung. Ich stelle wieder die Schüler hier an die Seite und ich kann dann am Ende euch noch empfehlen, wenn das denn nötig ist, dass ihr den Chat benutzt. Es gibt also auch einen Chatraum, mit dem ihr dann hier für eure Schüler mit denen schreiben könnt, wenn das denn nötig ist. Gut, dann noch eine Kleinigkeit. Man kann natürlich auch den Hintergrund verändern, also einen sogenannten virtuellen Hintergrund einstellen. Da müsstet ihr bei euch im Starterbildschirm auf Einstellungen gehen und das werde ich euch jetzt einmal suchen, so zeigen. Das brauchen wir jetzt nicht. Oh, ich mache das nochmal neu. Also, das ist ja sozusagen der erste Bildschirm, von dem ihr hier von meinem Windows-Rechner, es ist tatsächlich Linux, aber es sieht ähnlich aus wie bei Windows, startet. Dann könnt ihr hier bei Einstellungen eine
einen virtuellen Hintergrund einstellen. Und das ist, ihr seht es, hier funktioniert es jetzt wunderbar nicht, weil mein Raum ist etwas zu dunkel. Es braucht also genug Licht. Dann würde das mit dem virtuellen Hintergrund funktionieren. Also gehen wir davon aus, dass es bei euch nicht dunkel ist und ihr habt jetzt einen Unterricht, ein Bild, was zum Unterricht passt. Also keine Ahnung, das ist jetzt in Chemie irgendeine, keine Ahnung, Stoffkette oder was auch immer ihr erklären wollt. Dann könntet ihr ein digitales oder ein virtuelles Hintergrundbild hier einbauen. Gut, aber wie versprochen, es sollte ja gar nicht so viel sein, was ich erklären wollte. Was haben wir jetzt gelernt? Wir haben gesehen, dass wir von unserer Homepage bei Zoom den Client herunterladen können für alle Betriebssysteme, die es momentan gibt. Dann installiert ihr euch das, ihr meldet euch an, ihr verifiziert euch über die E-Mail. Ihr habt dann die kostenlose Zoom-Version für 40 Minuten. Danach muss man sich ausloggen und wieder neu starten. Wenn ihr mit euren Schülern den Unterricht macht, müsst ihr den Schülern eure Meeting-ID geben. Eventuell, wenn es hier eingestellt ist, auch das Passwort. Dann drückt ihr auf Neues Meeting und normalerweise könnt ihr da hier noch einen Test machen, über ob euer Mikrofon und die Lautsprecher funktionieren. Ihr drückt auf Teilnehmer, damit die hier so schön an der Seite sind. Und dann könnt ihr natürlich auch Teilnehmer gesondert einladen, aber das ist eine andere Geschichte. Das machen wir ein anderes Mal. Die wichtigste Funktion für den Unterricht selbst ist, dass man alle Schüler möglichst immer auf Mute lässt und nur die Schüler unmutet oder den Ton wieder anschaltet, wenn man mit ihnen sprechen will. Dann gibt es wirklich keine Störgeräusche und man kann wunderbar Unterricht mit 30 Schülern über Zoom machen. Es sei denn, die Internetverbindung funktioniert gut. Dann ist es natürlich auch für wirklich annähernd guten Online-Unterricht oder für echtes E-Learning praktisch, wenn man eine Lernplattform benutzt und dann zum Beispiel sagt, benutzt in der Lernplattform, wir hatten eben Lonet ausprobiert, jetzt gucke ich mal eben, ob ich hier doch noch drauf komme, denn das möchte ich euch noch zeigen. Man könnte den Schülern sagen, in der Blog-Funktion von Lonet, benutzt doch einfach mal, ja, jetzt geht's. Also wir stellen uns vor, wir haben hier eine Klasse, nennen wir sie mal 7a. Hier gibt es an der Seite in einem anderen Video von mir schon erklärt die Blockfunktion. Gehen in das Fach Physik, wir sehen hier den eingestellten Block. Das können wir hier öffnen. Das ist also eigentlich so ein digitales Arbeitsblatt. Hier ist jetzt das Fenster aufgegangen. Hier stehen die Aufgabenstellungen für die Schüler drin und die Schüler schreiben hier dann in den Blog ihre Kommentare rein. Der Lehrer kann das bewerten, so wie ich das jetzt gemacht habe, und die Schüler sehen das direkt live. Vorteil hier ist jetzt, wenn wir Zoom anhaben, könnt ihr den Schülern natürlich hier direkt Rückmeldung geben und sagen, ja, was ihr geschrieben habt, das ist nicht richtig, macht das nochmal. Oder sie schreiben es im Lonet in dem Chat oder in einer anderen Möglichkeit hier im Lonet, in einem anderen Tool. Und ihr könnt über die Sprache direkt Rückmeldung geben und am Ende der Stunde den Schülern natürlich auch ein Feedback geben, wie die Stunde war, wie sie mitgearbeitet haben. Und ihr habt nicht diese riesige Zettelwirtschaft, dass ihr dann von zu Hause aus alles nochmal ausdrucken und dann korrigieren müsst und wieder zurückschicken. Also es ist eine Arbeitserleichterung, mit so einer App wie Zoom oder Skype zu arbeiten. Gut, soweit so gut. Das war's, mein kleiner Crashkurs mit der Videokonferenz-App Zoom.